Baku wird schon mal los. Baku ist wieder ein Stadtkurs, da werde ich wieder erstmal gegen die Wand fahren. Ja, also, geht aber, so schlimm ist der nicht. Ich weiß, wer als Erster rausfliegt. Ja, das ist nicht so schlimm wie Monaco. Baku geht. Monaco geht, ja. Ja, Monaco. Ja. Nein, nicht Baku so hat zwei schöne Stellen und ansonsten geht's. Baku zwei? Scheiße. Aber ja. Wo ist die zweite? Einmal diese enge Singapur. Kurve da. Ja, da war ich, aber wo ist die andere? Und dann ganz am Ende bei den Highspeed-Kurven. Wenn du da nicht genau triffst, dann bist du in der Wand. Ja, wenn ja, du zu weit rauskommst. Guck dir bei Monaco an, da... Wenn du ja, da Monaco Scheiße baust, bist du in jeder Kurve. Ja, ja, das meine ich ja. Das sind die zwei Stellen. Ansonsten ist doch Baku wunderbar. Ja, die erste Kurve mag ich auch sehr gerne. Die kurze Gerade am Ende, die ist richtig schwer. Oh, die Strecke geht mir so auf den Piss, aber... muss ich ja trotzdem fahren, ne? Ja, das gehört zum Rennkalender. Und damit ein herzliches Willkommen zu Formel 1 2016. Heute mit dem großen Preis von... Ladebildschirm! Europa. In Baku. Weil das mitten in Europa liegt. Wer kennt es nicht? Korrekt, Sepieu. Und ja, wer sind hier? Wer ist denn alles dabei? Der Nergo ist dabei, habe ich mitgekriegt. Dann der ein Ferrari ist dabei. Zwei Ferraris, die sind komplett. Mono ist wieder mit dabei. Und bestimmt auch noch ganz andere tolle Leute, die ich jetzt nicht sehen kann. Zum Beispiel der Gonre. Ja, der ist Ferrari. Der ist ja ein Ferrari. Ja, aber das ist auch ein ganz ja, toller Leute. Ich habe halt nicht alle... Mein Ziel heute, wie ich schon gesagt habe, Rennen beenden. Meins ist irgendwas schaffen. Meins ist eine Qualifying-Zeit auszustellen. Auszustellen? Okay. Dann stell du meine Qualifying-Zeit aus. Ich hätte gerne eine Qualifying-Zeit. Ja, nice. Fünf Plätze Strafe, stehen? Weil der eine echt beschleunigt hat. Ja, echt schon wieder. Sehr gut. Vor allem, ich hab ganz leicht Gas gegeben. Ich hab ganz leicht Gas gegeben und hab deswegen Strafe bekommen. Aber die schleichen hier so bei der Einführung. Hamilton, du Drecksack! Bleibt übrigens trocken, Leute, Strafe. Ne? Jawohl, natürlich. Okay, wer hat jetzt noch keine Strafe? Ja, ich hab noch keine Strafe. Ich auch nicht. Alle vor mir. Ey, ohne Spaß, was haben die denn da gepatcht, dass die so langsam fahren? Ja, die wollen die KI-Fahrer machen. Ja. Hamilton! Also Team Haas startet mit, ne? Wahrscheinlich von 5-6. Ja. Und schiebt dann 6-7, meinst du? Und fährt dann erstmal in 3-4 rein? Von 6 und 7 starten wir, weil, wie wir alle wissen, 1 plus 5 ist 5. Genau. Also gut, ja, nach Adam Riesling stimmt das. Warum kriegt er eine Strafe, wenn Hamilton 5 fährt? Kann man nochmal neu starten? Gerne. Ja, wirklich jetzt? Ja, von mir aus auch. Also, ja. Ist ja noch nichts passiert. Doch. Keiner großartig gefahren oder so. Ja, gut. Ja, okay, da, ihr habt Strafen gesammelt. Das ist das Einzige, was bisher passiert ist. Ja, aber aus welchen Gründen? Dann hättest du sehen sollen. Er lebt mit den Konsequenzen der echten Männer. Bitte? Ja, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Dann müsst ihr euch jetzt mal entscheiden. Ja, entscheidet euch jetzt, bevor wir alle hier, keine Ahnung, 3-4 Runden fahren. Ja, okay, Neustart. Okay, na gut. Schade. Danke für die zweite Chance. Dafür lasse ich... Wand! Dafür lasse ich Nergurix auch mal hier vorbei. Komm, ich räume jetzt noch einmal Hamilton ab. Ja, komm. Ja, danke! Bam! So. Schade, ich wollte in der hinter mir ist einfach mal wegkicken einmal. Jetzt, wenn genau, es jetzt riechen, Junge. Jetzt regnet, ne? Dann fangen wir nochmal neu an. Nein. Nehmen wir so hin. Bitte. Das nehmen wir dann wirklich so hin. Komm, Regen, bitte einmal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Sehr hoch. Ja, als du dir ausrechnen willst. Danke. Oh, aber es regnet nicht. Wetterbericht. Willkommen zurück zu Formel 1 2016. Wir sind hier in Take 2 mit dabei. Rennen. Ferrari, Red Bull und Haas ist auch mit dabei. So, Hamilton hat schon einmal rausgekegelt. Nicht mit dabei ist Crisis. Ja, der hat aufgebockt. Weil das ja klar ist. Nee, der steht doch in Monaco, der hat aufgebockt. Ach, Zeugrock, du bist schon aber raus. Ich bin doch danach noch Kanada gefahren. Ich bin schon raus, ja. Ja, ich fahre gar nicht mit, ich bin schon raus. Ja, schon ist er raus. Nichts kann er. Ich warte mal noch einen Moment. Ach, jetzt bist du raus. Lol. Ich höre euch. Bist du gerade bei mir zweimal vorbeigefahren? Nein! Ja! Sebi? Ich jetzt schon wieder! Was soll ich sagen? Ich höre euch im Doppel. Ja, das meinte ich ja vorher. Die bleiben da stehen. Oh, warum macht ihr das nicht aus? Schnallung, Baby! Schnallung! Was haben wir raus? Ja, ich hab das komplett aus. Was denn?
Was denn? Er hört uns doppelt. Oh, Pool! Pool. Extra Pool. Pool. Extra Pool. Da vorne fährt einer. Nass. So, jetzt hat er da pusht Platz ein. Mehr Spieler aus eigentlich. Push total, heißt das. Ich überleg grad, wenn nicht, dann schalt... Ist halt ein bisschen... Ist halt scheiße. Klar, Alter, ich höre halt nur Sebi doppelt, alle anderen höre ich nicht doppelt, was irgendwie komisch ist. Ja, ich höre auch keinen über Steam irgendwie. Steam heißt er. Steam, Entschuldigung. Dann höre ich halt keinen über Steam doppelt. Kannst du das nicht jetzt bei den halt Optionen komplett ausstellen? Ach komm, jetzt hänge ich hinter Keres, in der Castle Section. Wenn ich raus bin, ist der schuld. Weil das ja klar ist, oder? Also, ne? Werden wir dann entscheiden, ich kann nicht sehen. Dann müssen wir neu starten. Du, das ist jetzt ein bisschen bescheid. Ja gut, ich war, hab ich ja 2 Minuten weniger, aber wo kann ich machen jetzt ausmachen? Machen wir heute 2 Rennen oder ein? Da war ein Ruckler. Wie kann ich denn das einspielen? Wo kann ich das einstellen? Europa und dann Österreich. Österreich? Österreich. Das liegt zwischen Estland und Deutschland, oder? Genau, Österreich. Sebi, weißt du, wo ich das einstellen kann? Was denn? Nö, keine Ahnung. Wie ich denn in-game? In-game, ich höre Sebi nur Sebi. Da mute mich im TS. Das könnte man ja sogar machen. Das wäre nein! Ganz nein! Nein! Das mache ich nicht. Das! Möchte ich ein doppeltes Hintern. Die erste gezeitete Runde. Wie oft werde ich Paris reinknallen? Wie schlecht kann man diese Kurve noch nehmen? Das ist meine Frage. Ich habe schon Teil meines Flugs eingebüßt, insofern. Man kann sie schlechter nehmen. Oh, Rotzberg ist vor mir. Oh, da hattest du ja auch schon mal Spaß mit. Mit Rotzberg? Ja. Ja, mit Hamilton. Nee, ich erinnere mich an China. Ah, China. Ja, das stimmt. Wo Rotzberg hier hinten rein ist. Und so. Da gab's jetzt schon Strafen? Nee. Noch stimmt nicht. Dann müssen wir neu starten. Nee, glaube ich nicht. Klar. Der Startstand ist sehr niedrig. We must restart the game. Gondra, lass mich mal bitte vorbei. Ich bin auf einer schnellen Runde. Jo, mach. Ich bin gerade rausgekommen. Ja, ich bin noch ein Stück hinter dir. Oh, Perez, du stehst im Weg. Ja, gut, okay. Ich denke, meine nächste Kurve kannst du eh gleich. Okay. Bei mir steht Magnussen. Da muss ich aufpassen. Der hat die Haas-Autos am Kiefer. Das war meine Runde. Das war Eriksson. Außer in Monaco. Ich komme da gleich auch vorbei. Dauert noch einen Moment, aber wahrscheinlich. Ich fahr ein bisschen langsamer. Oh jo, Gott, war das bitte schlecht! Ja, ich kann mir schon einen neuen Flügel holen. Das ist deine... Warum? Ich muss hier erstmal überleben. Runde, also. Ja, jetzt muss ich vom Gas gehen. Arianto wieder der Erste. Ist schon mal scheiße. Also, du bist der Erste, denke ich mal, oder? Jetzt drückt er mich an die Hallo! Hi. Jetzt drückt er mich an die Hallo! Alter, dann hättest du sehen müssen, er hat mich aber voll gegen die Wand gedrückt. Hätte ich nicht. Was hättest du mir gebracht? Ja, nix, aber... Oh Mann. Voll ungültige Rundzeit. Nice. Au. Gridstrafe, sagst du? Was? Jetzt schon? Nein! Scheiße. Was ist denn los? Ja, was ist der Auto? We have a problem. Okay. Warum? Ich hab schon mal einen Lappen. Man sieht ihn auf der Minimap stehen. Er steht einfach. Er ist irgendwo in der Auslaufzone gefahren. Nee, das nicht. Ich hab einen Platten, weil ich mich gedreht habe. Ich hab auch einen Platten. Das hatte ich auch schon. Weil ich Angst hatte, in Gonrill zu krachen. Oh. Du hast versucht, in Gonrill zu krachen? Nein, ich hab's oh versucht zu vermeiden. Wobei er eigentlich weit genug weg war, aber irgendwie hatte ich Panik bekommen. Die Gondel. Nun gut. Welche Gondel? Ach krass, ich hab ne Reifenpanne, sagt er mir gerade. Ja, das wäre ich nicht so schnell drauf gekommen. Gerade synchron aus der Box kamen alle. Krass, ich fahr mit 90. Ach, ihr seid jetzt auch gerade nochmal rausgefahren? Ja, ich bin nicht nur out of Benzin, ich bin auch out of Flügel, du Vollidiot. Ja, versuchen wir nochmal eine schnelle Runde. Ihr solltet jetzt keine schnelle Runde fahren. Warum? Weil ich die ganze Strecke blockiere. Muss ich aber, weil ich in die Box muss.
Ich mache ja gerade meine Einführungsrunde. Wo geht also, denn hier an die Box? Bis dahin sind sie fertig. Die ist total blöd, die Box. Ich bin in der zweiten Kurve. Nee, du solltest vor der Box ordentlich bremsen. Sonst bekommst du ziemliche Probleme. So, wechseln die mir jetzt automatisch. Ohne Witz, gelbe Flagge, weil ich gebremst habe, weil ich in die Box muss. Danke, Spiel, du bist super. Was ein Spiel, ey. Offensichtlich schon. Aber dass die so langsam rausfahren, das ist echt nervig. Ja, das ist echt Kretze. Die kriegen kein Illegal Locking dafür. Natürlich nicht! Nee. Illegal Blocking ist nur für mich vorgesehen, ich bin was Besonderes. Fünf Sekunden hinter Führenden, alles. Und ich bin gegen Wand gefahren. Ich bleib links, ich versuch's zumindest. Nee, fahr ruhig, das ist. Nee, hier ist hier genug Platz. Auf einer Inlap, also. Jetzt weiß ich aber, ohne Witz, dann würde ich gerne mal so diesen Teamfunk hören, so kurz bevor die aufschlagen. Oh fuck! Ich bin schon eine Sekunde langsamer als letzte Runde. Ich fahr zwar mit 90, aber egal, ist eine Sekunde langsamer. Ich sehe dich tatsächlich. Die Minimap haben sie auch geändert, da stehen jetzt keine Namen. Dann schon doch nie Namen. Doch. Wie haben sie denn die Minimap geändert? Es gibt ja zwei Minimap. Stand auch noch nie Namen. Wahrscheinlich so, in den großen. Weil ihr könnt jetzt so langsam wieder rausfahren. Oh. Treibstoff niedrig, alles klar. Scheiße, verbremst, nein. Auf einmal so Stille, was ist los? Ja, Konzentration! Ich bin aus der Box gefahren und habe versucht, hier nicht jemand zu rammen. Ah, okay. Bei mir ist nicht sonderlich viel los. Da ist gelb an der Box einfach. Ja, ich glaub's mir auch nicht. Ich versuche nur eine schnelle Runde hinzukriegen. Ja, ich bin gleich in der Box. Ich bin gerade in der Inlap fast in meiner Lieblingskurve an die Wand gefahren. Was ist denn deine Lieblingskurve? Meine ist die hier. Castle. Die, wo das erste Mal die gelben Schilder anfangen. In dieser. Die gelben Schilder? Nee, keine gelben Flaggen. Warum steht man, warum blinkt man hier? Keine Ahnung, Pit. Gleich die gleiche Runde, wenn ich da bin. Hallo, Pit. Ich bin 4 Minuten langsamer als die letzte Runde, also 4 Minuten habe ich verbraucht. Ja, mit Plan. Ja. Wie du das gemacht hast, interessiert mich jetzt sowieso. Da muss ich mir auch sagen, das war stylisch. Das war echt stylisch. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich am besten die Castle Section fahre. Am besten die Kurve mit dem Castle fahre. Ah, weiß fuck, ich bin zu langsam, ich muss jetzt nicht gebraucht. Ich sag jetzt schon, das Rennen werde ich nicht beenden. Du fährst auf Soft? Wer hat's versucht? Sepp? Der ist soft. Ich auch. Ach echt? Weil die sind soft. Die sind so weich und geschmackt. Wie witzig! Die sind so weich und geschmackt. Da hat er richtig einen rausgehauen. Da! Ich komm in die Tränen, ey, wie geil war der denn? So ein Krüppel. Ja, richtig scheiße. Der hat Cyrock, der einen schlechten Witz gebracht hat. Ach Mono, wie schnell war deine Zeit denn? Meinst du? Ja, der Sepp ist gerade irgendwie 3 Minuten noch was gefahren. 45,7. Ah, okay. Es wäre doch schön, wenn es wäre doch ganz toll, wenn man schon mal ins Setup reingucken könnte, während die meine Reifen belüften. Ja. Was auch immer die belüften. Ja, Sarah, gewinnt hinter dir! Nein! Nee, also das geht nicht, dass der dir das Tablet einfach mal früher in die Hand gibt, das ist nicht möglich. Das geht erst, wenn alles am Auto eingestellt hat. Aus Gründen. Bojo, wo bist denn du? Großjeans! Großjeans! Ja, gut, wo welche Zeit, wo bist du noch? Welchen Platz? Ach, dritte. Nee. Wo sind denn hier die weiter hinten seienden? Wer ist denn die weiter hinten sein? Ich weiß ja nicht mehr. Oh, der hat die Selbstzeit! Nergorix war der Erste! Yeah. Von den weiter hinten seienden. Godrey, wo bist du denn? Ich bin gerade im Ja, Ort, die war auch noch nicht so perfekt. Ich habe eigentlich eher eine Sicherheitsrunde gemacht. Aber diese letzte Kurve, die ist so schrecklich da. Die Castle Section, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich die fahre. So also ich habe ein Problem da vor der langen Gerade, die Kurve. Weil die nämlich immer mit viel zu viel Risiko. Ja, lecken am Arsch. Das ist eine Castle Section. Das ist die ganz, 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 ganz breite Kurve. Breite Kurven, hier an der Strecke.
Okay. Ja, die eine, die da so irgendwie so, wo ein Auto durchpasst und sonst nichts. Ja, da sind gelbe Schilder an den Seiten, oder nicht? Ich glaube fast, dass ich für mein Qualifying schon genug habe. Schnauze voll. Full Hessen. Das ist schon mein zweiter Reifensatz. Den ersten habe ich mir ja schon Platten reingefahren. Ups, ich habe mir meinen gerade in der, bei der Boxeneinfahrt ruiniert. Auf dem Platten. Und ich möchte jetzt nicht hier zu viel Schaden reinfahren in die Reifen. Ich habe meine durch ganz viel Können zerstört. Und Texture, dass ich damit Face. Zumindest Vierter werde oder mein so. Mein OBS ist wieder abgestürzt. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Hast du gerade wieder minimiert? Nein, mein OBS ist abgestürzt. Weil Harianto teleportiert sich hier schon wieder. Ich sag mal so, ich hab minimiert, aber ich kann nichts dafür, weil mein OBS abgestürzt ist. Ah, das ist schlecht. Ja, das stimmt. Ja, dann bin ich halt hier wieder nur mitfahren. Das ja. Ich hab nicht mal fair vorbeigelassen, Zwinker. Ja. Richtig fair. Auslaufzone und so. Da konnte nichts für, da ist der CPU reingefahren. Aber die Bestzeit ist noch drin. In der Castle-Section habe ich so viel Scheiße gebaut. Ich gebe es ja mal den Paul und mach dann noch eine Grid-Strafe. Danke. Also eine schnelle Zeit kann man ja noch schaffen. Also das ist sogar Erster. Ja, dann ist Finster das Erste. Das mit beiden Reifen. Gar nicht. Wetten jetzt fährt er gleich die Bestzeit. Ich hab mir gerade fast einen Reifen abgefahren, ne? Bestzeit! Bestzeit! Ja, ey, was geht mit dem? Variante ist aber mal hier krass auf Krawall gebürstet. Da hinten schauen. Da liegt ein Flügel im Castle. Ja. Das war nicht ich. Das war ich. Ich weiß, wer das war. Ich weiß, wer das war. Du weichst? Weil ich ja gleich. Boah, Alter, nervt tja, mich das war's jetzt schon für mein Qualifying. Alter Schwede. Sehr spannend für meine Zuschauer. Wieso? Du hast wenigstens gestört? Zuschauer. Ich darf keine Zuschauer haben, weil wenn ich mal Zuschauer habe, dann stimmt das nicht raus. Aber. Echt jetzt? Ich bin in die Box gefahren. Die Kurve, wo du gesagt hast, die ist voll einfach. Da stehst du jetzt da, ne? Das ist gerade interessant. Ich bin gerade in die Box reingefahren. Der Computer hat übernommen und hat dann 3 Sekunden später den Reifen abgefahren. Ja, du musst aber ganz langsam in die Box fahren. Das hatte ich heute. Ich bin auch schon mal diese Strecke gefahren. Okay. Und das hatte ich genauso. Im Rennen einfach in die Box gefahren. Keine Ahnung, wo die genau war. Und war viel zu schnell und alles ist kaputt. Okay, das heißt, man muss echt ab, man muss wirklich langsam. Ja. Man kann nicht wie in Kanada abkommen. Genau. Oh Gott, Hamilton ist wieder vor mir. Ja, dann würde ich mal sagen, oh Gott, jetzt aufpassen. Ja, wie schon gesagt, eben die schöne Situation hatte ich da. Die schöne Situation. Oh. Ja, dann freuen wir uns mal mit Position 506 an. Ja, zwei Runden Benzin hat reicht, um vollkommen die Runde fertig zu finden. Und dann werden wie lange ist dann eigentlich jetzt die Box steht nämlich nicht. Bitte? 3 Minuten 50. Und über Trennleitung schaut ihr, oder? Ja. Also irgendwie ist dann ein Bug, weil Carlos Sainz ist unmöglich beste Zeit gefahren. Kassel? Die Kurve, die kann ich einfach nicht. Wie hat dich eigentlich rausgeschossen? Hat sich rausgeschossen oder hast du aufgegeben? Nee, der ist gegen die Wand gefahren. Ja, dann habe ich mir erstmal einen Platten geholt und der Platte hat mir dann gesagt, nee, du darfst nicht geradeaus fahren, sondern drehst dich jetzt hier in die Wand rein und dann war mein Auto so ein ganz kleines bisschen demoliert, in dem es glaube ich 3 Reifen verloren hat. Und es ist demoliert. 3 Reifen hast du verloren? Ich glaube. Jetzt soll ja noch weiterfahren können. Ja. Hättest du noch, du wärst dann an die Box gekommen, musst du keinen anstrengen. Muss halt mal schieben. Da liegt ein Reifen. Da liegt ein Reifen, ja. Eine Reifen. Ja, ich hab jetzt gerade zugeguckt. Ach so, sorry. Ah, ich schau mir gerade den Führenden an, wie der die Kurven nimmt, dass er das ungefähr weiß. Oh nein. Du bist über eine Sekunde schneller als ich und das auf den härteren Reifen. Ich hab diesmal auch die Castle Section hingekriegt. Wisst ihr, was lustig ist? Ich fahr irgendwie in der Fahrschule. Erst Gas geben, wenn du aus der Kurve raus bist. Was lernt ihr bei euch in der Fahrschule? Ja, Fahrschule. Bei Sepp heißt das, wenn die Reifen nicht quietschen, dann kannst du nicht fahren. Ja. So im Prinzip heißt das so, das stimmt.
Problem ist, wenn ich manchmal auf der Straße fahre, denke ich mir, wieso fahre ich nicht so in Formel 1? Oh Gott, ach, weiß so fährst du. Ich will niemals mit dir in der Nähe, wenn wir auf der Straße fahren. Ah. Und bestimmt direkt nebeneinander in einem Haus nebeneinander, weißt du? Was, in einem Haus? In einem Haus nebeneinander. Ey, ohne Witz, in der Castle Section kann ich aber auch mein Auto abstellen. Ja, das war so ziemlich scheiße. Risiko, wie du da gerade gefahren bist. Oh. Also da kann ich auch mein Auto abstellen. Wie schon gesagt, das Gefährlichste meinst du kommt nicht? Ja jetzt noch. Meinst du? Also ich finde es Start. Zwei gefährliche Kurven. Also gut. Oh, jetzt habe ich schon bremst. Ich sehe die Zeit nicht. Wo sieht man denn die Zeiten? Aber ich meine, ich bin jetzt Dritter. Unter dem Zeiten-Tab. Session-Info. Übersicht, Zeiten und Live-Übertragung. Und Zeiten werden Zeiten halt, logischerweise. Okay, das könnte ja daran liegen. Ich bin nämlich ausgeschieden. Achso. So, jetzt finde ich wieder erst. Du müsstest wahrscheinlich meinen Renndirektor oder so machen. Über dran bleiben. Habt ihr bei euch die Rennzeit schon angezeigt, wie viel ihr beim Qualifier noch ist? 1:10. Du bekommst ja die letzte Minute, also bekommst dann. Ist ja auch, steht ja oben. Hey, ich bin Letzter. Ja. Da ist gelbe Flagge. Selbst bist du wieder rausgefahren. Wie soll denn das gehen? Ja, mit dem Reifen, den du noch übrig hast. Ja, die gelbe Flagge war vorhin aber irgendwie eine. Das wäre voll geil, wenn du das manuell aufgeben müsstest. Ich hätte mir Vollgas gegeben und mit einem Reifen immer im Kreis gefahren. Das wäre voll geil gewesen. Ja. Schieben! Schiebung! Hi, Sepp. Wer ist noch draußen? Hat, ich muss die Fahne zurück. Ich bin noch draußen. Mono! Ah, Mono. Es hat 1,47 war jetzt aber auch nicht so. Aber Mono will ja nicht. Du bist eine Runde gefahren, oder? Ja, eine Runde. Naja, was hältst du auf dem Sitzen lassen? Aber ich habe noch einen Reifen jetzt gehabt und kann ich es noch probieren. Ja, klar. Ich habe Angst vorm Start, weil der übrigens neben mir startet. Hallo, ich habe dich nur einmal abgeschossen. Ja, aber dann kann ich viel Gegner rausbauen am Start. Nein, also ich werde diesen Start ganz vorsichtig fahren. Ganz langsam und seicht. Weil man hat ja irgendwie nur 50 Meter bis in die erste Kurve. Oh, Mono, das war aber echt schön. Ja, Mono, jetzt ja, das geht. Das hält das Auto geht aus. Noch. Ja, das hält das Auto aus, das sind die guten. Die Karte hält das aus. Ja, und ich weiß, dass du das überhaupt überlebt hast. Das ist Corner-Karte, Digga, ohne Strafe. Nee. Nix drauf. Nee, aber keul nicht rum. Du musst da wird jetzt Hamilton vor sich. Ey, ich hab nur in Australien abgekürzt. Und das ist jeder in Australien, okay. Ich hab die schlimmste Kurve, finde ich, ist jetzt diese hier. Die? Deshalb, genau deshalb. Aber der überlebt das halt irgendwie. Die Karre hält das aus. Ja, mit was für komischen Autos fahrt ihr denn, die überhaupt nichts aushalten? Ja, ich bin mit dem gleichen Auto gefahren und hab da einen Reifen verloren. Trabant! Ja, jetzt machst du glaube ich. Ist halt Haas, die nehmen irgendwelche Billigmaterialien. Ja, wir haben Trabant aufgekauft. Deswegen sind die auch so schnell. Ja, genau, deswegen. Hast du mich jetzt überholt? Ultra leicht. Ja, fährt hat dich überholt. Er ist auf Platz 2. Ja, ich war Platz 2. Fährt noch wer sonst, wer war's das? Glaubt nicht. Jetzt müssen wir nur noch warten. Um 7 Zehntel geschlagen, wow. Nee, ich bin noch 2. Das Pferd fährt an der Box. Was denn? Und hier sind wir in der spannenden Boxengasse. Kevin Magnussen an der Box. Ein schlecht aufgelösten Bürogebäude im Hintergrund. Fährt geradeaus. Warum seht ihr die noch? Ich sehe nur die Boxengasse. Ich auch. Weil du die Fahrer durchschalten musst. Stimmt. Der schnell. Stimmt, das geht. Ja, der Zwölfte. Jetzt fahren noch der schnell, der ist Zwölfte. Warum wird das nicht simuliert, wenn du noch Computer fahren? Ja, wenn ich mal kurz auf Kraft bin, ich noch. Weil der Görmann nicht aufgegeben hat, deswegen. Ich hab doch aufgegeben. Finger! Wird eben gerade angezeigt. Ja, wir sind wieder mal alle weit vor der KI. Ja, außer das stimmt. Aber ich starte immer mit besseren Reifen. Nee, das stimmt. Krieg ja immer ein neuer, das ist das Gute. Red Bull, wo ist denn der zweite Ferrari? Fehlt dir irgendwie. Warte, bist du weiter vorne? Hä? 1,53, bist du mit. Du mit einem Platten hast, musst du schon reinfahren. Danke.